diese Vielzahl von Erkrankungen sieht und da stellt sich einer von hin, so wie ich. Und ich will euch jetzt erklären in einem kleinen zusammengefassten Thema, das auch gefilmt wird, dann wird sich manch einer wundern, wie kann das sein? Wie kann einer so schnell das etwas erklären, was doch unerklärbar ist? Wo man noch gar nicht weiß, woher das es kommt, wo es doch Vererbung gibt in allen vielen Bereichen. Myriaden unzähliger Atome schwirren darum, die die Zellkerne kaputt machen, die Erbgene kaputt prügeln und all das schwirrt in unseren Köpfen rum. Jetzt stelle ich mich hier vorhin hin und will euch sagen, was diese Krankheiten sind. Und ich werde es so einfach machen, dass ihr sagen könnt, kann es das sein, dass ich sowas nicht weiß. So wird es euch überfahren jetzt, wenn wir von Krankheiten sprechen. Was macht man für einen Zirkus mit Krankheiten? Schon sehr, sehr fragwürdig im Fernsehen, wenn man sieht Krankheiten, dann spricht man Dinge aus, die man vielleicht fokussiert, dann irgendwie anschneidet und dann trotzdem mit einem Arzneimittel für alle Krankheiten gleich lässt. Cortison. Zum Beispiel. Ist das sehr eigenartig. Hat einem gesagt, der Schmerz gibt immer Magnesium. Ich kann ja nicht vom Universum weggehen und kann sagen, das fehlt nicht, wenn es so ist. Und jetzt kommen wir zu Allergien. Und dann bei der Allergie müssen wir es natürlich sehr einfach machen. Und ihr wisst ja, ihr kennt ja meine Fragen, sagt es. Was ist das? Was ist eine Allergie? Reaktion, Überreaktion vom Körper. Eine Überreaktion vom Körper. Was ist eine Überreaktion? Ihr wisst ja, ich frage jetzt wieder zu Ende. Es geht halt. Es ist erst einmal Histaminausschüttung. Da muss ich wieder fragen, was ist denn ein Histamin? Histamin. IWI, na gut. Histamin. Aber tut euch nie an Wörtern sammeln, dass mal der Rechtschreibung fehlt. Der Bedeutung ist immer wichtig, nicht das, was die Rechtschreibung sagt. Wer auf Rechtschreibung achtet, wird nie das, den Kern von der Sache erkennen. Das hat mal ein weiser Mann gesagt. Histamin. Was ist Histamin? Das ist ein Protein. Ja. Was ist dann ein Protein? Meinetwegen, dann sagen wir schon mal hin, das ist ein Protein. So, was macht jetzt das Protein? Ich frage ja weiter, ne? Ich höre ja nicht auf. Ihr bringt es ja um. Ich bin immer frei, offen. Wir machen jetzt. Protein besteht aus Aminosäuren. Ja, AS schreibe ich hin. Und was noch? Für die Rechtschreiber schreibe ich jetzt AS hin. Jetzt kommen wir dann wieder, wenn wir es weiter auflösen, auf die Sonne und Planeten. Ja, das sowieso. Ihr wollt ja da hin. Ich wollte es noch nicht hin, aber ihr dürft es hin. Ihr dürft es halt bestimmen jetzt. Wollt ihr weitermachen oder wollt ihr jetzt wissen, was das ist? Ja. Aber ihr kommt dann nämlich nicht hin, wenn es bei den Atomen dort seid, seid ihr in der Sackgasse. Weil jetzt vernetzen wir gerade ganze Wesenszüge von molekularen und enzymatischen und zellularen Strukturen. Ihr müsst jetzt aufpassen. Jetzt werden wir ein bisschen schwieriger. Jetzt müssen wir den Hirnverstand ausweiten, den Kosmos raus. Also da müssen wir uns jetzt trennen davon. Tut mir jetzt echt leid. Da musst du fragen, was macht Histamin? Histamin erhöht die Energie, Rötung, Schwellung und so weiter. Warum erhöht es die Energie? Hier höre ich als Abwehrreaktion. Was will denn das abwehren? Das ist Gesellschaft, genau. Was da alles im Kopf rumschwirrt, ist wirklich schier unglaublich. Warum erhöht es die Energie? Wieso hat jetzt ein Körper eine Aufgabe, Energie irgendwo zu erhöhen? Warum? Weil er keine Energie nicht hat, muss es erhöhen. Weil entweder das Blut nicht mehr versorgt oder die Nerven eingeklemmt sind. Zwei Möglichkeiten. Zum Beispiel, du hast einen Nerv eingeklemmt, kommt hinten immer hier, kommst eine Entzündung, eine Arthrose im Hüftgelenk, was wir gestern noch gemacht haben mit dem Pneumatron. Oder du hast, wo das Blut nicht hinreicht, du hast so eine Verkrampfung, dass sogar die Blutkanäle abdrückt sind, ne? Und dann kriegst du eine Entzündung. Habt ihr heute gesagt, macht dann Sinn, eine Entzündung zu unterdrücken? Nein. Aber das Histamin ist ja nicht böse, es ist in deinen Zellen, aber es erhöht die Energie. Aber woher kommt? Wenn ich zum Beispiel einen Heuschnupfen habe, will ich das ja gar nicht haben. Die zeigt was auf, genau.
dass nämlich aus den Mastzellen, die haben einen Namen, die Menschen haben für alles einen Namen, Mastzellen, die degranulieren und die öffnen sich. Obwohl die gar nicht öffnen sollen. Wisst ihr, warum dass die sich öffnen? Die öffnen sich deshalb, weil sie sie auflösen und die Energie nicht mehr herbringen, die Zelle zu schließen. Und sowas nennt man Mastzellendegranulation oder Öffnung der Mastzellen ohne Grund, weil nichts mehr da ist, wo sie schließen kann. Keine Power mehr, nichts Energie. Verstanden? Jetzt kommt der eine, sagt Allergie. Ich habe alle Allergien. Habe ich oft da. Mir kann keiner helfen. Ich war schon bei jedem Doktor und alle. Jetzt kommen Sie daher. Wer der das wissen? Kennt ihr ja nicht. Alle Heiler hat er schon abgesucht. Nicht? Alle erkennen sie aus. Vorurteile, auch verständlich, völlig verständlich, mit dem Wissen. Na, was machen wir jetzt? Die Mastzellen öffnen sich und dann musst du fragen, warum? Weil sie keine Energie nicht haben. Weil sie nicht mehr schließen können, weil sie keine Energie nicht haben. Machen sie auf, die sollen gar nicht aufmachen. Jetzt reagiert er auf jeden Schieß und Teufel. Allergie, da Heu und da Pollen und da Haare und was auch immer. Und wenn er es mal erkannt hat, er reagiert auch, wenn sie schon schließen noch. Aber leichter dann. Jetzt steht er da mit seiner Allergie und er macht eine Sensibilisierung. Das heißt, der Körper hat jetzt keine Energie mehr und öffnet seine Mastzellen, weil er keine Energie nicht hat. Reagiert auf jeden Stoff, wo er gerade Eiweißkörper, muss man gleich dazu sagen, was ihm so in die Quere kommt. Und jetzt kriegt er noch tausendfachere Menge von dem, was er eigentlich davor kriegt. Und das nennt man Sensibilisieren. Auf Deutsch gibt es so viel, bis er sagt, hey, ich habe so die Schnauze voll, ich mache gar nichts mehr. Ich bin jetzt bei dieser Mastzelle. Ich sage, ey, ich mache jetzt gar nicht mehr, mir reicht es, mir steht das oben an, so ein Quatsch. Ne? Ich will doch, dass der sein Magnesium zuführt, dass sich endlich der Paramagnet wieder meine Atome ordnet und dass ich die Energie wieder aufbauen kann, dass sich nämlich die Mastzelle schließt. Das war jetzt die Ursache. Magnesiummangel und seine Folgen. Und jetzt schreiben wir auf, was wir tun können. Ja? Also grundsätzlich ist es so, hast du schon mal gemerkt, dass einer zum Beispiel, der Magnesiummangel hat, Asthma kriegt und der andere kriegt epileptische Anfälle. Der nächste hat Bluthochdruck und der nächste, den sperren sie ins Irrenhaus, weil er komplette Mangelzustände hat. Das ist der Schwachpunkt, den jeder Mensch hat. Oder das ist der Punkt seiner Atome, der es schon immer mit sich tragen hat. Und jeder trägt andere, wo sich halt erst zeigt, andere Schwachpunkte. Angriff ist schlecht, Schwachpunkte. Das ist bei jedem einzigartig. Ich habe meine Schwachpunkte, du hast deine, jeder hat seine. So, jetzt wollen wir was tun dagegen, weil Allergie ist ja wichtig. Und man kann ja sofort helfen, dass sich die Mastzellen schließen. Das wollen wir ja. Da müssen wir gleich schauen, die schließt solche Mastzellen. Was geben wir dem Körper, dass er richtig Power kriegt gleich mal? Energie. Vitamin C. Warum? Vitamin C macht das Histamin eine lösbare Säure, habe ich heute schon mal gesagt. Dann gebe ich ihm Sauerstoff und ich mache eine lösbare Säure. Also O2 plus lösbare Säure. Und da gebe ich ihm 3 Gramm. Wenn einer sagt, das, um Gottes Willen ist zu viel, na gut, wenn das viel ist, nimm 10 Gramm, 15, 20, interessiert mich gar nicht. Ich kann jetzt viel Sauerstoff haben. Und zu viel Bindegewebsaufbau kann ich auch nicht haben. Und Nierensteine gibt es davon sowieso keine. Nur von Magnesium B6 Mangel, Calcium-Oxalatsteine. Aber jetzt kann ich das nächste machen. Ich gebe ihm Vitamin B3. Man sieht es oft beim Mangel. Ja, die hier hinten eine trockene Haut. Pellagra hat man das früher genannt. Ich gebe ihm B3, Niacin, Amide. Nicht Niacin, der gibt einen Flasch, den vergesst ihr für immer. Ne? Der verbrennt euch. Niacin, Amide. Ein Gramm. Ist jetzt akut, gell? Wenn die Pollen zeigen und so weiter, musst du irgendwas tun, kannst du jetzt sagen, warte ein Vierteljahr, bis dein Magnesiumspiegel ein bisschen geholt mir sagt danke.
Wiedersehen. Meine Nase. Ich muss dir helfen. Ne? Das ist das. Magnesium natürlich. Kalium. Zink. Aber vordringlich Vitamin C, Niacinamide plus die drei oben jetzt, Vitamin E, 2000 IE, internationale Einheiten. Ich meine, das wird so geschrieben, ich habe es nicht gemacht. Ich muss jetzt statt Milligramm IE hinschreiben, 2000 IE, also Vitamin C 3 Gramm, Niacinamide 1 Gramm, Vitamin E 2000 IE. Das ist die Sofortmaßnahme, die hilft und schwächt ihm gleich mal das Ganze. Dass er sagen kann, hey, der sagt, der Mann hilft mir, das passt schon. Ich kann es nicht gleich ganz zumachen, das geht nicht. Ich muss erst die Grundlage dann wieder aufbauen. Und danach gibt es der Magnesium, Kalium, Zink und im nächsten Jahr schaut es schon richtig gut aus. Natürlich Vitamin C dazu, was ich immer empfehle. Und ich gebe ihm, wenn ich unten schon Therapie, aber dann machen wir eigentlich, ich sag's mal, wenn der so daherkommt, eine Haaranalyse. Weil dann schauen wir nach, was ihm fehlt. Das macht doch keinen Sinn. Dann hat der B12-Mangel, den siehst du nie und der ist immer müde und der erreichst ihn nicht. Dann sagst du, ja, ich hatte schon Haaranalyse, ich habe ihm schon alles gegeben und er hilft nichts. Und ungefähr von der Menge bei Magnesium dann mit einem halben Teelöffel starten? Immer starten mit einem halben Teelöffel bei Magnesium, halber Teelöffel bei Kalium und beim Zink mit 50 Milligramm. Es gibt nur IE-Einheiten, aber du brauchst nicht nachschauen, du wirst überall IE lesen. Es gibt nur internationale Einheiten, da steht zum Beispiel der Kaffel 600 IE. Du kriegst nichts anderes, dann kann ich da Milligramm nicht sagen, weil du da keine Maßeinheit nicht hast. Ich jetzt, weil Niacinamide. B3. Kriege ich die auch von dir? B3? Na, freilich. Ja, das muss man fragen. Ich würde nie was hinschreiben, was du kriegen könntest, das geht gar nicht. Gell? Das war jetzt Allergien. Jede Allergie, es gibt nicht eine vielleicht nicht. Es gibt nur eine, wenn es zum Beispiel die so hartnäckig ist, dass du sagst, hey, bei dem ist das Immunsystem schon so geschwächt, da stimmt gar nichts mehr. Lysin. L-Lysin, also, aber wirklich nur dann. Aber das L-Lysin-Therapie ist bei der Haaranalyse dabei. L-Lysin-Therapie, so wie es in der Haaranalyse steht. Die blockiert dann kollagenverdauende Enzyme, dass es nicht mehr ausweiten kann. Dass das ganze Zirkus ein bisschen eingedämmt wird. Bei ganz, ganz schlimmen Fällen. Auf jeden Fall. Ja, und auch wie der Ausbildungsgrad ist, wie lange er schon hat, wie alt er ist. Das spielt von vielen Faktoren. Da ist der Therapeut gefragt und wir telefonieren miteinander. Da musst du halt absprechen, koordinieren. Kann man ja gerne machen. Na, beim dritten Mal braucht er mich nur anrufen, er weiß, ah ja, kenn mich aus. Ne? Hat geholfen, passt. Das sind Erfahrungswerte, die man da sammeln muss. Autoimmunerkrankung. Muss ich da wirklich was sagen jetzt dazu heute? Oder wollt ihr das mal machen, Autoimmunerkrankung? Lieber nicht. Also Autoimmunerkrankung. Was ist das? Was ist eine Autoimmunerkrankung? Körpereigenes Gewebe wird vom Immunsystem angegriffen. Warum? Genau, angegriffen. Schon toll, gell? Was man ihnen alles zuschaut, im Immunsystem. Ich habe ja doch gesagt, dass es Bewusstseinseinheiten sind, dass die genau wissen, was sie tun. Wieso sollten die angreifen? So Gedenken hat man immer, gell, wenn man zerstören will und alles. Wenn man sich nicht so recht auskennt in der Welt, wenn man alles angegriffen wird. Aber ich erzähle mal eine andere Geschichte vom angegriffenen Immunsystem, vom angegriffenen System, das so blinderweise angegriffen wird. Ich meine, wer sowas behauptet, der muss ja irgendeinen Grund haben, weil er solche Gedanken aufzieht. Die sind irgendeinem Geist entsprungen. Ja? Aber jetzt machen wir das eine Zelle hin, ja? Unsere Zelle hat eine Fettschicht außenrum. Und diese Fettschicht muss Wasser durch. Und dass Wasser essentiell ist, haben wir jetzt die 2 Tage genügend Zeit, uns darüber Gedanken zu machen. Das ist nämlich der Nullpunkt. Hä? Der Wasserstoff. Ich hätte noch ein paar Mal gesagt. Ja, ja, Wasserstoff. Ja, hat schon mitgehört. Aus dem Haar. Machen wir noch ein bisschen Wiederholung, das schadet ja gar nicht. So, dieses Haar, das kommt jetzt da gar nicht rein. Weil es fehlt eine gewisse Spannung. Die habe ich nicht, weil Magnesium fehlt, weil Kalium fehlt, weil Silizium fehlt und weil Mangan fehlt.
Das, was wir jetzt ansprechen, knüpft auf die ganzen vorherigen DVDs an. Ich spreche das nicht nochmal einzeln an, das könnt ihr dann studieren. Weil ich unterstütze nicht, dass ihr da gar nichts tun wollt. Ne? Aber wenn ihr es nicht habt, dann schaut es auch nicht an, dann wird es das nicht. Und Silber, was wir heute angesprochen haben. Man, der hat es jetzt nicht, der Hunzer hat es gehabt, wir haben ja darüber gesprochen gehabt beim Wasser. Und jetzt kommt da kein Wasser in die Zelle rein. Und die Zelle, was macht die, wenn kein Wasser reinkommt? Die kann nichts austauschen. Ne? Du siehst es an deinen Tränensäcke, was wir so besprochen haben. Und jetzt stirbt die halt einfach. Und was ist die Aufgabe des Immunsystems? Die Aufgabe des Immunsystems ist, totes Gewebe abzubauen. Schauen wir es genau hin. Totes Gewebe abzubauen. Und das nennt sich Autoimmunerkrankung. Was wäre denn jetzt vordringlich, was man machen sollte? Wir sollten vielleicht schauen, dass die Zellen nicht mehr sterben. Wäre das eine Idee? Wäre das eine Idee? Wäre doch toll, oder? Was geben wir dem jetzt, wenn er sowas hat? Ich sag's euch gleich, wir machen da eine Harnanalyse, weil wir genau wissen wollen, warum das die da angreifen, was da alles stirbt. Und ihr seht es in der Harnanalyse. Da schreibe ich gleich hin, da gebe ich auch keine Empfehlung, Haaranalyse. Null. Da braucht es keinen anfangen. Den schauen wir genau an, machen wir saubere Arbeit, wir treffen hundertprozentig. Wir müssen einfach schauen, dass alle Widrigkeiten, die nicht mehr dazu geführt haben, dass da Wasser in die Zelle kommt, wir müssen die Widrigkeiten verhindern, dass seine Zellen sterben. Und doch bitte nicht, was macht man mir jetzt? Bitte nicht das Immunsystem hemmen. Das ist nicht böse und auch nicht blöd und auch nicht verwirrt, sondern das muss das aufräumen, das ist unsere Aufgabe. Die Bewusstseinszentren müssen dahin. Das ist die heiligste Aufgabe von denen, dass die das tun müssen. Also lasst es bitte ihr tun, tun. Und nicht sagen, wir dürfen jetzt kein Vitamin C mehr geben, sonst greift mein Immunsystem noch stärker an. Könnte man natürlich sagen, ja, wenn ich ein künstliches Organ drin habe, dann werde ich das dann abgestoßen, wenn Sie das machen. Ja, dann bist du halt schon so weit. Und das ist halt so. Das ist auch nicht umsonst kommen dann. Autoimmunerkrankung, kein Wasser in die Zelle. Ausnahme? MS. Aber MS ist keine Autoimmunerkrankung. Und es wird auch nichts aufgefressen vom Immunsystem. Und die Schübe kann man ja seltenst aufhalten, sondern MS ist auch keine Schutzschicht der Nervenzellen wie ein Schlauch, sondern das, was man bei der MS außen kaputt geht, ist das Gehirn der Nervenzellen, die dazu sorgen, dass sie Gedanken und alles praktisch vortragen können, dass ich jetzt meinen Arm heben kann, dass ein Gedanke fortfährt, das sind die Schutzschichten. Und bei denen trifft es ja meistens erstmal ein Bewegungsapparat. Ja? Das praktisch den Befehl da oben, aber der kommt da unten nicht an. Weil die Milchscheine ist keine Schutzschicht, sondern das Gehirn der Nervenzelle. Und ich habe ja schon gesagt, solche Überträgerstoffe sind Blitze. Und Blitze sind Lücken in der Materie. Das heißt, dass was Neues übertragen werden kann. Das passiert jetzt nicht mehr, weil nämlich die kaputt gegangen sind. Da muss man natürlich fragen, ja, wer baut denn die auf? Und alle merken, wenn es warm wird, geht es ihnen schlechter, weil die zu elektrisch sind. Und wenn es kalt wird, geht es ihnen besser. Also was muss man auf? Was baut denn der Körper auf? Was haben wir gelernt? Das Blut baut auf die Zellen. Also muss ich zuerst alles in die Blutbildung reinsetzen. Vitamin B12, Magnesium, also ich muss nachschauen. Ich muss nachgucken, was da so ist. Und dann muss ich dem Kräfte zurückgeben. Welche Kräfte sind denn überwiegend, was ich ihm zurückgeben muss? Magnetische Kräfte. Aber ich kann ein elektromagnetisches Feld geben, der Körper bedient sich immer dessen, was er gerade braucht. Und ich muss ihm helfen, sein Gedächtnis von einer unsagbaren Krankheit, woher das sie kommt, abzuwenden, von etwas, was einfach in seinem Blut verankert ist. Das ist Erinnerung von seinem Blut. Und die ist da drin verankert. Und ihr müsst ihn unterstützen. Ob sie alle schafft, ich weiß es nicht. Aber ihr müsst es unterstützen. Bis jetzt ging es jedem besser. Auf jeden Fall. Um so vieles besser. Aber manch einer ist halt dann auch nicht so motiviert. Und ihr wisst ja, wenn ich Gedanken habe über Schlechtes, schreibt mein Herzbewegung. Ihr habt Einfluss mit eurem Gedächtnis über euren Körper. Wenn du dann aufgeben hast und denkst, du hast das Unheilbare, dann hast du es drin, Unheilbares. So musst du denken. Die Gehirnzellen gehen kaputt. Und nicht der Schutzschicht von den Nervenzellen liegen blank und spritzen dann ihre Elektrostrahlen rum. Ich weiß dann schon, was in den Kopf da rumschwirrt. Das geht nicht. Aber das musst du Einzelfall zu Einzelfall anschauen. Auf jeden Fall ist hier das Blut gefragt, nicht die Nerven.
Wenn das Wort, das nächste, Herz-Kreislauf-Erkrankung. Was ist das Herz und was ist der Kreislauf? Wer läuft da? Ja, eben. Also schauen wir mal hin, Blut. Was ist Blut? Bewegung. Bewegung. Naja. Gehen wir nicht zufrieden, gell? Also wenn das Blut hier betroffen ist, da muss man ja fragen, was ist da im Blut drin, was da so sehr das Herz schwächt? Und ich habe ja schon mal, wir haben das gelernt jetzt 2 Tage, was ist denn das Herz, der Nullpunkt? Ja? Wenn ich Herz-Kreislauf-Erkrankung habe, dann ist der Nullpunkt gestört. Entweder es zu viel magnetisch ist oder zu wenig elektrisch ist oder irgendwas muss ja da kaputt sein. Ne? Weil dann verklumpt nämlich mein Blut. Und dieses Verklumpen heißt nichts anderes, als mein elektromagnetisches Gleichgewicht aus dem Gleichgewicht ist. Also muss ich es wieder herstellen. Wie kann ich das? Durch ein Magnetfeld zum Beispiel? Magnesium. Aber wisst ihr, was ich sage? Sagt es gleich. Sagt es halt gleich. Ihr gebt doch keinen bei Herz-Kreislauf-Erkrankung. Wir schauen nach. Machen andere doch auch. Eine Haaranalyse. Wir schauen doch erst nach. Das kann doch so mannigfaltig jetzt sein. Habt ihr das gesehen, Herr Bärbel und? Das geht doch gar nicht, dass du denen nachschaust. Ja, dafür haben wir das Mittel. Immer musst du nachschauen. Ne? Du schaust bei einem Auto nach, ob Öl drin ist. Ne? Sagst du nicht, vielleicht habe ich Öl drin. Wir machen das natürlich ganz genau. Sonst passiert ja nichts. Und ich denke mir schon, dass ich in den letzten Jahren bewiesen habe, dass es eine mächtige Geschichte ist. Dass er richtig treffen kann, wenn jemand mitmacht. Wenn nicht, kann er ihm nicht helfen. Herz-Kreislauf-Erkrankung einen Grundsatz zu geben. Grundsätzlich Magnesium, Kalium, Vitamin C. Einen halben Teelöffel könnt ihr jedem Menschen angedeihen, wird keinen Schaden anrichten, niemand. Über den Tag verteilt trinken, in kleinen Schlucken. Das dürft ihr aufschreiben. Aber ansonsten Haaranalyse. Es gibt sogar als fertige Mischung jetzt von uns, Magnesium, Kalium, Vitamin C, mit Carnitin, dass man ein bisschen Energie kriegt. Kann man auch geben, gerade wie die Einsteiger. Einen halben Teelöffel, das tut ihnen gut, die fangen gerade so an reinzukommen. Und schmeckt auch gut, dass sie gleich mal einen guten Touch kriegen, bevor sie gleich das grausame Chlorid da mitkriegen. Carnitin ist etwas, was unglaublich energieerhöhend ist. Warum es energieerhöhend ist, ist halt die Struktur dieser Bewusstseinszentren, dass die energieerhöhend sind. Da kann ich dazu nicht sagen. Früher ein mechanisches Wort heißt eigentlich Fleisch, was man dann aus verschiedenen Fleischsorten extrahiert hatte. Heute tun wir es aus Bodenkulturen züchten. Es ist ein Element, das sehr energiereich ist und uns Energie schenkt. Aus der Energie rührt her. Vom Abbau von Fettsäuren zu Sauerstoff. Und das könnt ihr hinschreiben, wenn ihr wollt. Und ich habe vorher einen Nebensatz erklärt, dass du Carnitin immer bei Kindern haben. Ist mit drin in den Multidrink. Ja, weil sie halt oft zu wenig Energie haben. Erwachsene auch, aber Kinder haben auch wenig. Es ist nicht so, dass die alle rumspritzen in der Gegend, also so ist es nicht. Nein, ist sogar nervenberuhigend. Da denkt man immer verkehrt rum. Das Hyperaktivität kommt dann oft durch Energiemangel, dass du hibbelig bist, weil du Energiemangel hast. Damit du deiner Welt folgen kannst. So, also das darf man nicht so pauschal sehen. Mehr kannst du nicht sagen, weil es ist so mannigfaltig. Das Wort ist so sehr mannigfaltig. Wir haben aber wirklich bei Leben die neue Chance drüber geredet. Das ist jetzt so mühselig, das aufzuzeigen. Wir müssen Magnesium, Kalium, Vitamin C, kannst du jedem helfen, sofort und überhaupt. Und den 5 Maßnahmen, die in Blutelektrifizierung, kolloidales Silber in der Harnröschenmappe dann drinsteht. Da stehen 5 Maßnahmen, wie es am Leben bleibt. Wenn die 3 mit den 5 Maßnahmen gekoppelt werden, habt ihr das Größte, was ihr überhaupt zu Hause haben könnt, zusammengefasst als Praxisinformation. Das heißt, Blutelektrifizierung, kolloidales Silber, da habe ich die 5 Maßnahmen geschrieben, die jeder Mensch machen kann, dass er hier bleibt. Und dazu die 3 Mineralien und dann ist alles gesagt. Und wenn er es ganz genau haben will, die Haaranalyse. Und dann kann er sich allmählich zu Hause seine Gesundheitsstation aufbauen. Und ihr werdet sehen, dass alles wieder gut wird. Ich meine jetzt,
wir brauchen nicht so viel, wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen, heute auch beim Vortrag über die Themen. Dann tun wir es nur noch abhauen, es sind nur Wiederholungen von Leben, die neue Chance hat. Depression, was ist eine Depression? Was heißt das, Depression überhaupt? Was ist das? Stimmungsschwankung. Und ich kann einen Grund haben und keinen Grund. Das ist der einzige Unterschied. Dass dich der Mann verlassen hat oder die Frau. Oder dass ohne Grund der herkommt. Und ich spreche von dem ohne Grund. Lass mich das gleich festmachen. Ich spreche von einer Stimmungsschwankung ohne Grund. Der hat Todesstimmung, weiß nicht warum. Wenn einer zum Beispiel schlampert mit allem, was er tut und hat es dann, der weiß zumindest warum. Aber es gibt da welche, ohne dass sie wissen warum. Und die haben zu wenig Serotonin, was durch Sonnenlicht ausgeschüttet wird. Was fehlt denen grundlegend mal so? Energie? Elektrische oder magnetische? Elektrische Energie. Was macht man als erstes? Als erstes legt man es auf Magnetfeld, nimmt einen Magnetintensivapplikator, tut es am Kopf hin und schaut, dass seine Zirbeldrüse wieder hochfährt. Dann gibt man ihm die Mineralien zum Trinken, nämlich Magnesium, Kalium, Vitamin C, halber Teelöffel. Dann gibt man noch Silber, damit das Blei raustrieben wird. Und dann schaut man mit der Harnanalyse nach, was wirklich los ist. Und dann schauen wir natürlich noch nach den Nerven frei werden. Weil Nerven sind das Elektrische. Also Verkrampfungen und so weiter. Wochenbettdepression, das ist gut. Du hast es gehabt. Also ich bin ja so froh, dass du dabei bist, gell? Du bringst mir die Dinge. Ja, genau. Es ist ja wieder was, ne? Mit der Wochenbettdepression. Aber das ist doch der Grund. Richtig. Also ihr müsst ja mir alles bringen, gell? Ihr lasst mir keine Ruhe. Also, ihr habt so eine Zirbeldrüse, von der sprechen wir gerade, ne? Und jetzt ist eine schwanger geworden, eine Frau. Die wundert sich, sag einmal, meine Hormone schauen viel besser aus, ich blühe auf, ne? Ich könnte noch 10-mal schwanger werden, ich schaue viel besser aus, mir geht es auch wesentlich besser. Sie hat nicht was bemerkt. Ihre Zirbeldrüse war nämlich ganz klein, die wächst jetzt gerade. Weil dieses Leierzentrum, dass das Kind praktisch da muss, dann wächst die praktisch. Die wird viel größer als davor. Ne? Sie blüht auf, die weiß es zwar nicht, sagt ihr ja keiner. Ne? Sie blüht auf und dieses Organ, das wir dort haben, dieses Organ nennt man bei den Ägyptern Ut-Hafer. Ut-Hafer hat man es genannt, oder Ut-Hawa hat man es ausgesprochen praktisch. Das Organ war das Heiligste für den Ägyptern. Die hatten einen Kristall dort, dass das Organ zur Entwicklung kommt. Alle Aufgaben dieser Erde waren nur dafür da, dass dieses Organ entwickelt wurde. Man, es war ein Organ, das konnte man nicht so recht einordnen. Es kommt ein Kind auf die Welt, da ist es riesengroß, auf einmal schrumpft es eineinhalb Jahre, ist weg. Das Hirn ist zu und ist weg. Wenn es offen bleiben darf, du wirst alles sehen. Du wirst alles klar sein. Ne? Du hast den Kontakt zur geistigen Welt noch wie je zuvor zum Leierzentrum. Aber es schrumpft. Ist nicht eingebaut in deine Matrix, hat einer mal gesagt. Und jetzt muss es aber wachsen. Es muss ja da so ein Nachkömmling rein, so ein Nachwuchs, so ein kleiner. Und es muss das Leier, er muss da rein, ne? Die wollen mal Inkarnation, den Ort. Aber bei der Mama auch erst einmal. Jetzt wächst sie, ne? Die füllt sich, blüht auf, alle Hormone sprießen. Weil das elektrische Drüse wird geöffnet, ne? Aber jetzt ist das Kind weg. Und was passiert? Wochenbett, die schrumpft wieder. Gebt ja bitte Elektrizität. Und nicht hormonell bedingt, sagen. Da fällt mir also gar nichts mehr ein. Das ist nicht hormonell bedingt, die Aussage war falsch. Grundlegender Art. Sondern das ist schrumpfbedingt. Das ist damit gesagt, für immer. Schrumpfbedingt. Und dieses Hormon hat nicht nur UZW, sondern die Christen nannten es Luzifer. Lichtbringer. Das heißt Luzifer, Lichtbringer. Denn Null ist Leier, ist Licht. Habe ich es nicht erklärt euch?
Also, es handelt sich hier um Schrumpfung. Weil dieser Luzifer, das ist ein eigener, gell? Das seid ihr. Der will euch hier halten, aber nicht, dass ihr da so, tut, was ihr wollt. Sondern der schrumpft wieder, sagt, nein, die geht noch gar nicht, das ist noch gar nicht so weit. Nein. Du musst praktisch mit Luzifer einen Kompakt eingehen, hat man früher gesagt. Gell? Schon mal gehört, gell? Ja, das sind Geheimnisse. Aber das hat man dann falsch ausgesetzt. Ich meine, gesagt, Luzifer ist der Teufel, um Gottes Willen, ich will doch keinen Pakt mit dem Teufel eingehen. Und so weiter. Aber es liegt an solchen Zentren in eurem Körper, wie man da so reinkommt. Und das ist eine Wochenbettdepression. Eine Schrumpfung und nicht hormonell bedingt, sagt der Materialist, ne, der irgendwas, irgendeine Antwort sucht für unbeantwortbare Dinge. Warum schrumpft mein Kind das so winzig zusammen? Ich zeige euch Bilder und da fällt ja gar nichts mehr ein. Er war 20 Mal so groß und dann ist es so ein kleines übrig geblieben, wenn er verkalkt, kannst du nichts mehr merken. Warum? Es muss sein. Denkt sich auch nicht ungerecht. Mit dem von der Fragen, was du mir hier stellst, muss es sein. Es muss sein. Ihr werdet sie alles kaputt machen. Es muss einfach sein. So viel zur Wochenbettdepression. Mehr dann im nächsten Kurs. 15. Mai. Asthma. Was ist Asthma? Jetzt muss ich es von euch mal hören. Asthma haben wir heute besprochen. Leben die neue Chance. Asthma ist etwas, wo verkrampfen ringmuskuläre Bronchien. Die haben so einen Ringmuskel und der innen, der ist da und der verkrampft, der ist zu klein und da geht nicht mehr so viel durch. Und der sagt, ich gehe nichts mehr durch, es wird. Ich habe so schrecklich Asthma. Das ist allergisch bedingt. Kann sein. Aber warum reagierst du mit so viel Histamin? Weil ich überhaupt keine Minerale mehr im Körper habe. Weil mir das Vitamin C ausgegangen ist, weil ich keine Ahnung habe, was ich hier tue und was ich hier mache und warum ich lebe. Wäre jetzt so eine gemeine Antwort, gell? Aber das sage ich ja gar nicht. Sondern die machen zu, weil Vitamin C fehlt, weil Magnesium fehlt, weil Kalium fehlt, das sind die entlastenden Elemente. Denen geben wir noch Vitamin B6 mit, dass er schnell entlastet. Und wenn er ganz am Ende ist, ne? Magnesium-Infusion. Und Sie werden sehen, bei keinem einzigen bleibt es übrig. Bei keinem einzigen. Aber was du nicht kriegst, kann nicht reagieren. Du kannst nicht hoffen, dass der Auto fährt, wenn du zum Tanken fährst. Verständlich, oder? Das ist ja nicht so schwierig. Der Mensch produziert seine Schäden aus Unwissenheit selbst. Den Satz solltet ihr euch merken. Es gibt natürlich Schäden, die von außen reinkommen, die Erde, die macht es auch noch mit Grippe und so Dingen. Aber da ruderst du schon oft, dass du sagst, Mensch, liebe Erde, gell, wer hat denn dich gemacht? Mir selber. Aber die Erde ist halt das Komplett aller Menschen. Und die sprügeln auf mich oft rein. Ne? Also, die werden zusammengemischt, ne? Du musst es abtragen, was die anderen machen. Ne? Im Kommunalbüßen, könnte man sagen. Ne? Weil wir zusammengehören. Ne? Ich kann nichts für. Seid meine Brüder. Ist so. Du musst gemeinsam büßen oder nicht. Und Schwestern. Es gibt nur Männer in der, ne? Ach so. Sodbrennen, Blähungen. Wieso brennt da was? Säure. Säure, also, wir schreiben es da hin. Was brennt, ist Säure. Was fehlt dann, wenn die Säure brennt? Sauer, basisch. Was ist basisch? Erstmal müssen wir wissen, warum ist überhaupt sauer? Wieso fährt denn hier der Nervus vagus hoch? Den schreiben wir jetzt mal hin. Magennerv, wieso fährt denn da hoch? Da werden wir so hinten hingelangt beim Gehirn, was wir gestern beim Pneumatron gesehen haben, habe ich gesagt, 28 Hauptnerven gehen raus und der dickste da ist der Nervus vagus. Erstmal schauen, Genick. Also, Nerven befreien. Zweitens, Stress abbauen, stimmt. Hast du regst dich auf? Der Nervus vagus sagt, oh, der regt sich auf, ich muss mich mit aufregen. Dann beruhigende Elemente, Magnesium, Kalium zuführen und Vitamin C. Jetzt wird natürlich einer sagen, ja, Vitamin C ist doch eine Säure, ne? Und der Säure macht mich doch erst recht sauer. Sofort würde ich es hören, stimmt? Ja. Wo ist er rumgesponnen jetzt, in welchem Gehirn? Ja. Hier? Aber Säure und Säure neutralisieren sich. Damit ist alles gesagt.
Ich habe noch nie einen gehabt, der am Anseite hochgefahren hat. Das wollte ich nur wissen. Das kommt natürlich sofort auf. Mir wäre das auch sofort. Ach komm, Säure und ich da so brenne, geht gar nicht. Aber das. Und es gibt Energie auch, ja? Also bei Chemie der Renotation Säure und Basen neutralisieren Sie. Die neutralisieren Sie, dann gleichen Sie aus. Die gleichen Sie aus? Also ich glaube, was anderes machen, wenn man sagt Säure und Säure. Oder ausgleichen, na gut, dann aus dich. Ich nenne neutralisieren, ausgleichen. Das Gleiche, es gleicht sich aus, auf welche Art es geschieht. Es mag durch eine Reaktion sein oder es mag durch eine Abstoßung sein. Und das sind die Unterschiede. Das sind die beiden Unterschiede. Ich nehme sie mal einen rein. Da. Ja, ich verstehe dich schon. Aber das eine ist praktisch durch eine Reaktion entstanden, das andere durch eine Abstoßung. Wir zwei Magneten, die zueinander dursten, sagen, so muss das sein. Na, stimmt schon, aber ich tue es in einen Topf jetzt rein. Ich tue praktisch das eine, die Reaktion oder die Verbindung, die einen eingegangen ist, ne, wo die Brüder und Schwestern einen treffen und die, wo sich abgestoßen haben, gleichsetzen jetzt. Hauptsache es hilft. Aber ich gebe ihm jetzt was, was er jetzt gerade sagt. Ich gebe ihm nämlich was, wo sich die beiden verbinden können, wo das da binden können. Ich gebe ihm Wasserstoff und ich gebe ihm Sauerstoff. Oder ich sage dazu Natron. Nun gibt es im Haus Natron über 10. Mit den Maßnahmen hier. Alles ist gut. So können Sie jedem helfen. Wie viel Natron? Natron. Ein halber Teelöffel nach jeder sauren Mahlzeit. Wenn es dann immer nicht gut geht, nicht noch einen halben dazu. Schaden kann er nie. Zu viel kannst du auch gar nicht haben. Zu basisch geht auch gar nicht. Was zu viel ist, scheidest du aus. Sag dein Leben lang, dass du basisch bist. Schau, dass du dunkelblaue pH-Urinstreifen hast. Denn im Sauer und Basen beginnt Tod und Leben. Atome gehen kaputt. Haben wir ja schon gesagt. Dann ersetzt die richtigen Atome, wenn du den Wasserstoff und Sauerstoff zuführt hast. Das kann dein Körper nämlich umwandeln. Da haben wir gestern ein bisschen was gesagt, das kann er. Das macht es zwar mühselig, will er nicht unbedingt machen, aber wenn es ganz Knopf auf Hopf steht, dann sagt er, okay, mach jetzt mal, weil wenn du eine liebe Seele hast, die macht es dann auch. Wenn jetzt sagt, okay, mit denen kannst du gar nichts mehr anfangen, dann schicken wir jetzt mal wieder heim. Aber wie genau sind diese Urinstreifen? Ich habe gehört, dass das nicht sehr aussagekräftig ist. Also, ich sage gerade, wie genau sind diese Urinstreifen? Ich habe gehört, sagt man, hat noch nie gestimmt, ne? Dass sie nicht so aussagekräftig sind. Du kannst ja darauf verwenden, zum Beispiel 1000 Bücher von Säure Basen zu lesen, du wirst auch 10.000 mir Meinungen hier sagen. Aber nur eine Wahrheit gibt es. Entweder du bist basisch oder sauer. Jetzt kannst du wählen. Was willst du denn haben? Sauer, kaputte Atome oder aufbauende Atome? Und das ist Natron, muss man mal der Geschichte von Natron, war das berühmte Nitri der Ägypter. Nitri sehen in Ägypten und in Nitri. Nitri in Ägypten und in Südafrika, Nitri sehen, war das Heiligste bei den Ägyptern für die Heilung fast unausweichlich einzusetzen. Und dieses weiße, pulverige Natrium Hydrogencarbonat war das, wo man die Mumifizierung durchgeführt hat. Und wenn man das so sieht, ne, wie die das haltbar gemacht haben, wie die gewusst haben, was da eigentlich passiert im Organismus, wie die gewusst haben, wie man etwas haltbar machen kann durch gewisse Reaktionen, die wir heute nicht mehr so genau aufzeigen wollen, aber die bei euch entstehen und auch umgewandelt werden können, dann haben die das praktisch umgewandelt, die haben es auch eingenommen gehabt. Weil wer Sauerstoff, H und O, was ist Sauerstoff wichtig? Wasserstoff, Nullpunkt wichtig? Was haben wir dann? Wir haben 0 Punkt und das Elektrische. Mehr könnt ihr nicht einnehmen, dass ihr am Leben bleibt. Mehr gibt es nicht. Das hat nicht einmal das Vitamin C. Habt ihr schon verstanden? Also das Heiligste, was ihr einnehmen könnt, ist das Natron. Basica bei uns. Egal, wie ihr es nennt. Okay? Aber wenn es einfach und billig ist, wieso muss denn das Beste, was ihr euch zuführen könnt, teuer sein? Damit man ein Geschäft macht, das kann sein. Meine, ihr seid ein Geschäft, euer Körper ist Wirtschaft. Merkt man auch. Aber es muss nicht Wirtschaft sein. Natriumbicarbonat ist das Wertvollste, was euren Körper in Anti-Aging-Prozess, gibt es so Worte heute, zuführen könnt. Also, dann wünsche ich euch eine Natron, haben wir noch eine Seite? Natronreiche Zeit. Eine Zeit, die so elektrisch sein möge, wie sie soll. Lebt so lange, wie ihr wollt. Beherzigt die Dinge, die kommen. Genießt die DVD, die dann kommt, und ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Es war eine tolle Runde. Danke.